Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Transportfieber. Der dritte Anlauf in diesem Let's Play. Wir haben in der ersten Folge jetzt hier oben schon mal die Steinfabrik mit der Baufabrik, Baumaterialienfabrik dort angeschlossen und liefern das Ganze hier auch munter an die Industrie hier, wo ja eine hier außerhalb steht, wo ja keiner die Frage wahrscheinlich beantworten wird, warum dem so ist. Wir lassen die Zeit einfach mal Zeit sein. Spulen da mal ein bisschen. Da habe ich mir überlegt, so als kleine Entschuldigung dafür, dass das so ein Chaos bei mir ist, wofür ich ja auch schon meinen ersten Daumen runter bekommen habe, den ich seit langem und für Transportfieber, glaube ich, noch gar nicht gehabt habe. Spulen wir mal ein bisschen und ich werde heute mal gucken, ob ich ein, zwei Folgen mehr raushaue. Und dass wir dann auch vorwärts kommen. Wie gesagt, für den Daumen nach unten habe ich natürlich Verständnis, weil das hier ein ziemliches Chaos ist, weil ich mich halt mit dem zweiten Spiel echt überfordert habe, oder beziehungsweise mein Rechner. Dafür entschuldige ich mich an der Stelle doch mal und hoffe, dass ihr jetzt weiterhin dabei seid, wenn ich hier versuche, diese schönen Baumap, in Anführungsstrichen, aufzubauen. Wie gesagt, die Herausforderung daran ist ja, dass man schön baut und das aber so macht, dass wir trotzdem Geld verdienen müssen. So, hier werden auf jeden Fall schon Steine rausgehauen. Die sollten dann auch relativ bald hier ankommen. Können wir mal in der nächsten Industrie schauen, die sich lohnen würde anzuschließen. Das wäre natürlich hier oben mit dem Öl. Würde sich das am ehesten anbieten. Problem dabei ist nur, dass wir das Öl hier quasi erstmal hier runter transportieren, bevor wir es denn hier und dort wieder nach oben. Das ist luftlinientechnisch, ist das eine Katastrophe. Wir müssen aber das Öl dort anliefern, damit wir das überhaupt irgendwo anders verarbeiten könnten und hätten dann auch schon mal Treibstoff, was natürlich auch nicht verkehrt wäre. Wobei ich jetzt... Ah ne, die haben wir schon. Die haben wir schon. Das ist natürlich eine Überlegung, ob wir nicht einfach eine zweite Stadt denn gleich mit Baumaterialien versorgen. Da kommen schon die ersten Kutschen. Sind die schon beladen? Ne, die noch nicht. Die nächste auch nicht. Auch nicht. Nein. Und das ist die Linie 1. Das sind ja sowieso Baumaterialien. Würde für mich sinnvoll klingen, wenn wir die zweite Stadt damit anschließen. Aber wir müssen erstmal gucken, dass wir hier überhaupt mal Baumaterialien drin haben. Können wir vielleicht bei der Gelegenheit gerade mal hier in die Stadtliste reingucken. Also gucken. Viele Städte haben wir nicht. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28 Städte auf so einer großen Karte. Das ist ausreichend. Wie gesagt, schade, dass hier hinten nichts ist. Das wäre auch noch schön gewesen, wenn wir hier hinten noch so ein Städtchen gehabt hätten. Aber wir haben ja genug Platz auf der Karte. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann einen Mod, mit dem man Städte nochmal selber platzieren kann. Dass man sich hier drüben quasi in die Stadt hinsetzt. Weil es ist auch ziemlich bergig hier. Trotzdem hätte hier gut so eine Talstadt, so eine Stadt hingepasst. So in dem Tal hier. Ja, mal gucken. Mal gucken, was dort noch an Mods kommt. Wie gesagt, die Karte, die soll ja länger bespielt werden, sofern wir das jetzt schaffen, die auf den grünen Ast zu bringen. So, 3080 kriegen wir da. Wir werden jetzt hier auch die ersten Baumaterialien wohl rausgehauen. 14 Stück haben wir schon da. Müssen wir mal gucken, wie lange das dauert, bis der hier überladen wird. Können wir hier das Linienfenster anmachen. Dort können wir den Ertrag von den einzelnen Linien sehen. Wird hier schon was rausgehauen? Ne, noch nicht. Dann schicken wir den nochmal los. Also Linienbenutzung haben wir auf jeden Fall. Ist hier gar nicht voll beladen da hinten? Sag mal, hey, doch hier 4. Ist ja merkwürdig. So, jetzt mal gucken, ob er jetzt die Baumaterialien raushaut. Aber das sieht fast so aus.
Das ist ein Jahreswechsel, das dauert immer ein bisschen länger. Gerade auf der großen Map. Autosave hätte ich ausmachen können, habe ich wieder vergessen. Brauche jetzt seine Zeit für. Ah, jetzt geht's weiter. So, der hat die ersten Baumaterialien geladen, wunderbar. Dann geht das jetzt los. Aber wenn wir die Linie dann plus haben, dann haben wir quasi mit wenig Aufwand erstmal den ersten Gewinn generiert. Gebäudeunterhalt haben wir 388 bis jetzt. Zinsen haben wir auch noch ein paar. Die können wir aber nochmal wieder runterdrehen. Geldleihen können wir uns immer noch. So, und dann können wir hier das Ganze jetzt einfach mal beobachten. Gehen hier in das Linienfenster mal rein, gucken mal wie viel. 2, 4, 6, 8, 20 und 10. Im Idealfall können wir hier nämlich noch mehr Fahrzeuge auf die Linie setzen. Straßenfahrzeuge kaufen. Mit Steine. Farbe rot. Und holen wir einfach nochmal so 10 Stück. So, ab auf die Linie 1. Wieder hier runter und das hier müsste die erste sein, 2 von 4, und du hast schon 0 von 4. Okay, 4 von 4, das ist die erste Kutsche, die für uns interessant ist. So, die erste Linie haben wir im Plus, die hat den ersten Ertrag generiert. Okay, wunderbar, das passt denn soweit. Da können wir uns auf jeden Fall nicht beschweren. Und so können wir dann nach und nach immer mehr Linien. Wir müssen ja nicht nur auf der Stadt uns, also auf die Stadt uns fokussieren. Wir können ja nochmal so ein bisschen über die Karte gucken. Gleich, wo dann noch so Fabriken günstig beieinander liegen, die wir dann auch benutzen können, um dort erstes Geld zu generieren. Und dann werden wir nachher diese LKW-Linien nach und nach, so wie wir die Eisenbahn bauen, versuchen, die Eisenbahnstrecken, auf denen wir Personen hin und her transportieren, mit zu verwenden dafür, dass wir dort dann auch die Güter transportieren. Ja, das dauert ein bisschen, bis wir da Gewinne regenerieren, die müssen erstmal ankommen. Aber ich glaube, da müssen wir auch nochmal ein paar Kutschen mehr hinschicken. Dann bauen wir hier nochmal ein Depot hin. Und dann gibt es hier nochmal Baumaterialien. Rot, das Ganze. Und dann reicht es erstmal nur für eine. Linie 2. So, das ist jetzt das Straßenfahrzeug, welches als einziges voll beladen ist. Oder nicht als einziges, aber als erstes, voll beladen war. Gucken wir mal, was wir da an Gewinne machen. ...2500, okay. Das liegt aber auch an dem Knick hier. Wenn wir hier eine Straße schräge rüberbauen würden, hier drüben hin, dann würde sich das auch mehr lohnen. Also dann kriegen wir zwar dasselbe Geld, aber die Kutschen schaffen mehr Touren insgesamt.
Das ist jetzt auch so eine Funktion, verstehe ich nicht. Da wird angeliefert und der, also hier ungefähr ist die Kutsche losgefahren, jetzt achtet mal auf die Kutsche in der Station. Ist so eine total banale Funktion, verstehe ich auch nicht, warum das, also bei den Bussen ergibt das Sinn für mich, aber im Güter, also da mit den Gütern ergibt das keinen Sinn. Zumindest nicht für mich. So, müssen wir hier nochmal wieder ein bisschen warten. Was kommt da für einer? Das eine mit Baumaterialien, sind ja genug da. Nur gucken. Da oben kommt die Armada mit dem Stein, die ich vorhin losgeschickt habe, die 10 Stück. Ich dachte, wir werden uns das nach und nach alles so zusammenbauen, dass das schon passt. Ist halt am Anfang ein bisschen schwierig, einen Start zu finden für das Spiel. Weil die Komplexität von dem Spiel halt auch nicht ist wie bei Simotrans oder Open Transport Tycoon. Gucken. Kommt da oben überhaupt irgendwas an? Na, schaffst du das diesen Monat noch, dass ich nochmal wieder eine Kutsche losschicken kann? Nee, reicht noch nicht. Okay, dann müssen wir auf die Steine warten und können dann im nächsten Monat neue Kutschen losschicken. Kann man schon mal soweit vorbereiten. Einmal da. Baumaterialien. 4. Aber jetzt kommen die ganzen Steine. Jetzt sehen wir das hier auch nochmal, dass die Kutschen da warten, bis ein gewisser Abstand zwischen den einzelnen Fahrzeugen ist. Jetzt versuche ich mal darauf zu achten, ob ich das jetzt hier richtig zeigen kann. Zack, da ist die Spitze. Wenn da jetzt die nächste Kutsche ist, dann fährt die in der Station erst los. Wie gesagt, verstehe ich nicht, warum das sein muss. Wo ist denn... Da. Da. Linie zuweisen. Baumaterialien. Ja, reicht noch nicht. Aber da sehen wir jetzt übrigens auch den Grund, warum das so wichtig ist, dass wir die Anlieferung vor der Abholung haben. Weil hier jetzt eine grüne Kutsche mit drin steht, also eine von der Linie 2, die die Baumaterialien transportiert. Und die würde sonst hier ewig feststecken, wenn die hier auf 100% warten müssten. Das haben wir halt dadurch umgangen. So, einen noch. Dann können wir die nächste Kutsche kaufen. Die 43 Baumaterialien. So, wie viel haben wir da jetzt? 5? Bei der nächsten Nummer kann ich das jetzt nachschauen. Können wir auch mal wegmachen hier. Hau mal die Baumaterialien raus da. Bist du jetzt voll? Wunderbärchen. Also für Gewinne reicht es noch nicht. Wir haben diesen Monat aber auch noch irgendwas gebaut. Neue Fahrzeuge. Ne? Dieses Jahr, ja klar. Also werden wir quasi 110.000 noch miesen. Rein vom Geld her. Aber wir sehen hier auch schon 46.000 haben wir da schon an Gewinn. Die andere Linie macht auch gleich Gewinn. Dann können wir uns schon mal ein bisschen auf der Karte umschauen, was wir als nächstes da noch anschließen könnten. Also auf jeden Fall können wir von hier aus nochmal Baumaterialien in die Stadt nach da hinten bringen. Da würden wir nichts mit verkehrt machen. Und dann schauen wir uns nochmal ein bisschen um hier.
was wir hier noch haben. Irgendwas Einfaches natürlich, ne? Da haben wir noch eine Steinfabrik. Aber keine Baumaterialienfabrik in der Nähe. Nur da hinten die. Da unten wäre auch noch eine. Hier haben wir noch Steine. Liegt aber auch eher ungünstig. Hier haben wir Lebensmittel. Das ist schon mal... Das hier wäre jetzt so ein Vorzeigebeispiel für das, was wir in der nächsten Folge an Angriff nehmen könnten. Nämlich von hier aus die Lebensmittel hier herstellen lassen und in diese Stadt transportieren. Und bei Gelegenheit könnte man dann auch noch vielleicht diese Stadt hier mit in Angriff nehmen. Ich muss mal hier die Städte überhaupt anmachen. Nach Heiderbach noch mit in Angriff nehmen. Uckermünde. Hettstedt. Da haben wir nochmal eine Steinfabrik. Hier auch nochmal dasselbe. Lebensmittel in die Fabrik hier und von der nach Waldsassen und nach Celle. Das sind unsere nächsten zwei Aufgaben. Die beiden Fabriken da. Das bietet sich einfach nur an, um relativ schnell viel Geld zu generieren. Aber das machen wir dann in den nächsten ein bis zwei Folgen. Da gucken wir nochmal drüber. Ich hoffe, ihr hattet heute wieder Spaß und ihr entschuldigt wirklich das Chaos, was ich hier anrichte mit Transportfieber. In der nächsten Folge machen wir dann weiter und wenn ihr Spaß daran habt, dann könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Ansonsten auch mal gerne abonnieren. Wir sind ja immer noch auf dem Weg zu den 200 Abonnenten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und bis dahin von mir wie immer ein gepflegtes Reingehauen, auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.